ich habe mir was eingegossen. Ja, ich habe die Oberflächenspannung von mir aus sehen können. Das ist fast spannender als dieses Spiel gewesen. Er stellte die Teetasse auf den Unterteller ab und nahm die Kugel, als würde er einen Apfel in die Hand nehmen, und grübelte über die merkwürdigen Ereignisse nach. Aber es kann ja schon wieder nicht Daniel sein, weil die Kugel war doch nicht zusammengesetzt. Das ist richtig. Verstehe nicht. Ich raff's auch nicht. Auf ins Gästezimmer. Er versuchte, die Teile zusammenzusetzen. Doch genau wie die Sanddünen veränderten auch sie ihre Form, wenn man nicht hinsah. Ja, muss er die ganze Zeit hingucken. Das ist doch einfach. Übrigens, der Unterschied zwischen Journal und Diary? Mhm. Fragezeichen? Beziehungsweise Fangfrage? Na, John, gibt's keinen? Keinen wirklichen? Also, ich sag mal so, Freunde von mir aus Amerika haben mir erklärt, Journal ist für Männer und Diary ist für Frauen. Ich dachte mir so, okay, alles klar. Aha. Oh, Laudanum! Geil. Drogen. So, hier noch ein Brief. 2. July 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Okay, kurze Logiklücken. Ja, bitte. Warum sollte das algerische Zollamt oder whatever ihm schreiben? Warum kriegt er Herberts hier Belongings und so? Hat er keine Familie? Ja, sowas. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Ich glaube, die sind halt hier irgendwie. Er ist der andere Ausländer, also muss er die Sachen von dem anderen Ausländer mitnehmen. Aber versuchen die dann nicht über. Na gut, obwohl, 1839. Ja, deswegen, da war noch ein bisschen. Ja, lass ihn vielleicht lieber offen. Ja, vielleicht. Oh, ich habe übrigens auch gesehen, aber weiß nicht, ob es so einfach funktioniert, wenn man diese Schubladen, also diese großen Schubladen, die man da eben rausnehmen konnte, ja, dass man die wohl als Schild gegen die Gegner benutzen kann. Oh, das wäre lustig. Aber keine Ahnung. Noch ein Zettelchen. Sieht alles aber nicht gesund aus hier. 3. July 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Ich habe mich tatsächlich genau das gleiche gefragt. Ja. Also, weil Daniel hat die Splitter und er. Hä? Jetzt aber auch die Frage: Warum nimmt man einfach irgendwelche Sachen mit, die einem nicht gehören? Das war. Ja.
Nimm diese Brechstange, die dir nicht gehört, auf jeden Fall mit. Naja, aber du weißt, was ich meine. Irgendwie so eine. Das war ja damals gerade kurz vor oder um 1900 dann. Also es ist ja auch wie ein Strange Brigade, ne? Ja. Das ist halt dieses typische, die Briten haben halt allen möglichen Quatsch aus Ägypten und so weiter mitgenommen. Mhm. Oder einfach aus Afrika mitgenommen. Ja, nicht nur die Briten. Ein Hase. Er kann immer noch springen. Ja, komm. Achso, ich hätte jetzt die Holonide erstmal genommen. Okay. Hey, warum denn die Holonide? Das ist dafür da. The key. Please, let it be here. Okay. Mach die Tür lieber zu. Ja, ich versuch's. Ich vertraue hier. Ach du. Geh in den Schrank. Du solltest besser ein Versteck finden. Du hast nichts, um dich zu verteidigen. Also ich höre. Doch, ich höre was. Ich höre was gegen die Tür, hämmern. Ich halte die Tür fest. Also ich glaube gegen die andere Tür, oder? Ja. Ich höre noch was laufen. Da ist er. Was? Im Spalt. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ein Mann macht die Tür zu. Die Tür ist aufgegangen. Ist die Tür auch wieder zugegangen? Mhm. Die Tür ist offen. Die Tür ist kaputt, glaube ich. Nee, ich meine die andere Tür. Aber die Musik hat sich ein bisschen entspannt. Mhm. Aber gibt ja keine Gegner hier. Das ein Zettel. Der hat mir eine Notiz hinterlassen. Hey, hab dich gesucht, dachte du möchtest auch was essen. Bis gleich, HDGDL. Ich geh schnell einkaufen. 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Jetzt habe ich einen ägyptischen Geist in meinem Kopf. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Ich habe mir was eingegossen. Ja, ich habe die Oberflächenspannung von mir aus sehen können. Das ist fast spannender als das Spiel gewesen. Weißt du, man könnte auch ein Glas einfach nur so weit hier füllen, aber Butch füllt es einfach so weit. Na, eben voll gemacht. Du musst hier raus, sage ich mir selbst. Ah, Quatsch. Ich denke, wir sollen Schlüssel finden. Wir hatten noch eben diesen Flashback. Irgendwo hier ist der Schlüssel oder sowas. Warte mal, lass mich mal kurz ins... Einfach einen von denen da probieren. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Na, dann, warte mal, mach mal noch. Ja, finde im Studierzimmer einen anderen Weg um die Trümmer herum. Okay. Hast du die Schubladen gar nicht aufgemacht? Doch, ich habe die wieder zugemacht. Achso. Lass sie mal offen, dann weißt du, dass du da schon da warst. Oder du könntest natürlich jedes Zimmer mal aufräumen, dann weißt du auch, dass du da schon warst. Das wäre natürlich auch möglich. Bam! Wo könnte, vielleicht hinter einem... Warte mal, ich bin noch Detektiv Butch. Da könnte man sogar anzünden, aber... Ich überlege gerade bei solchen richtigen Gemälden, die man sich so hinhält, hinhängt. Da ist doch der, also was hinter dem Gemälde ist, bei dem Rahmen, ist das wirklich Holz?
Gibt sowohl Holz als auch... Weil, ist nicht eine Leinwand eigentlich sonst so gespannt auf so einem Holzrahmen oder? Also ich habe keine Ahnung, aber... Schreibt das mal in die Kommentare. Ihr wisst doch das alles. Alles klar. Der Kistenturm muss her. Nein, der Flaschen? Naja, kann doch sein. Da ist auf jeden Fall eine Kiste kaputt gemacht. Und wo du gerade erwähnt vielleicht? Ist, als er den Orb dann wieder zusammengesetzt hat. Ja. Und ein antiker ägyptischer Geist rauskam und jetzt ist der König der Spiele und so weiter. Das würde auch erklären, warum es hier so viele Flashbacks gibt. Stimmt. Also ich mag ja Yu-Gi-Oh!, aber man könnte die Sendung auch Flashback nennen. Du stehst auf der falschen Seite, glaube ich. Du siehst gerade nur die Unterseite von denen, oder? Ja. Achso, da ist der Leuchter davor. Ist ja. Nix. Ist nichts drin, ne? Das geht einfach nicht. Kannst du bei der Uhr irgendwas nachgucken? So? Den Uhrschrank oder wie man das nennt? Okay. Wie spät ist es eigentlich? Um 6. Achso. Mal gucken. Du müsstest ja auch bald um 6 sein. Die geht eine halbe Stunde vor. Bob, was essen wir eigentlich heute? Na, wir bestellen was. Yay! Wir haben keine Zeit, um Essen zu kochen. Der Bestellometer steht auf 100%. Ach, guck mal. Habe ich doch gesagt, hinter den fucking Bildern. Maschinenraumschlüssel. Ich höre Musik. Ich höre auch Musik. Hast du in den anderen Schrank noch geguckt? Ja, ich habe hier schon alles fertig gemacht. Achso. In dem anderen hatte ich mich ja versteckt. Ich meinte, in dem, wenn du reinkommst, links. Ja. Du hattest dich in dem, wenn du reinkommst, rechts versteckt. Professor Taylor war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Hä? Ich raff das nicht. Okay. Studierzimmer Trümmer. Noch was, haben wir erfahren. Irgendetwas mit der Trümmer. Sir William Smith war markiert worden. Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann, den er vor einigen Tagen getroffen hatte, einen solch schrecklichen Schatten warf. William Smith haben wir vorhin schon gehört. Das war der Finest Geologist. Ja. Anstatt man der Beste sagt, aber früher hat man anscheinend gesagt, der Feinest. Der Feinest. So, um die Trümmer zu umgehen, soll man einen anderen Weg finden. An welche Trümmer vor allem? Na, da war vorhin dieser eine Gang, wo man die Hundegeräusche... Obwohl, hier hört man die auch. Ja. Aber da lagen so Trümmer im Weg. Keine Ahnung. Dann gibt es hier wahrscheinlich noch so ein... Geheimgang? Ja, irgendwie sowas. Alter, wenn ich eine Burg hätte, natürlich würde ich mir irgendwelche Geheimgänge reinmachen. Denn? Wozu habe ich denn sonst eine Burg? Die ganze Burg wäre ein Geheimgang. Ja! Das finde ich ja so geil an Hogwarts, dass da einfach... Ja. Dass da einfach so 1000 Geheimgänge sind. Krass, ich habe die erste Kiste nicht gehört, ne? Ich schon. Wie die gefallen ist. Witzig. Hier hinter vielleicht. Muss ich hier an einem Kopf drehen. Hinter Alex Bild. Was auch übrigens komisch ist. Ja. Dieser Alexander. Also in den Schriften steht ja, dass er, also klar, hier irgendwie 300 Jahre oder so, das ist ja schon mal seltsam. Die Trümmer meinte ich eben. Ach, genau. Da steht ja, dass er ne, hier 300 whatever Jahre ist. So, und dass er aus dem Rheinland oder so ursprünglich kam. Ja. Oder zumindest daher kam. Er spricht aber perfektes Englisch. Ne? Also ohne irgendwelchen deutschen Akzent oder so. Das stimmt. Das finde ich merkwürdig. Ja, das ist halt dem Spiel geschuldet. Ich glaube, da haben die jetzt nicht so großartig drauf geachtet. Na, oder es ist gerade so ein kleines Detail, weißt du, dass man sagt, ah, der kommt eigentlich gar nicht aus Deutschland überhaupt. Vielleicht kommt er nicht mal aus dem Rheinland. Sondern vielleicht auch aus London? Naja, oder irgendein anderes englischsprachiges Land oder keine Ahnung.
Okay, ich weiß es gerade nicht, wo man hier irgendwie noch lang könnte. Ich will auch hier nichts anzünden. Oh, ein Mini-Bild. Ja, muss auch mal sein. Haben die eigentlich Easter Eggs hier in dem Spiel versteckt? Mir wäre jetzt keins so richtig. Jesus ist wieder da. Kumpel Jesus. Der ist doch allmächtig. Guck mal, warte mal. Stopp. Guck mal aus dem Fenster. Ich dachte eben, weil man das so deutlich sehen konnte. Hm. Vielleicht können wir hier auch noch nicht fertig werden. Obwohl. Weiß ich nicht. Gut, wir haben auch noch den Maschinenraumschlüssel schon. Ja, ja. Deswegen, ich würde erstmal in den Maschinenraum gehen. Dafür muss ich aber auch in die richtige Richtung gehen. Mhm. So, und dann gucken wir mal, ob wir da den Dings fertig machen.